Sehr schön. Und die Partei Oligarchie zur Demokratie, die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Genauso ist es, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Danke. So ist es, Leute. Ja, also da müsste der größte Skeptiker für unseren Bewegungen eigentlich doch irgendwo in der ganzen Politik, wo es hinführt und was die Medien senden, mitbekommt, dass hier gewaltig was schief läuft. Und dafür sind die Leute dabei. Ich sehe vorne, verfassungsgebende Versammlung gehört auch so mit dort rein wie andere Bürgerbewegungen und gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen. Und das ist legitim im angeblich besten Deutschland aller Zeiten, was uns suggeriert wird. Das ist so. Ja, also super Stimmung hier in Dresden. Einwandfrei. So, Leute. Ja, jetzt wieder schönes Gespräch gehabt. Ja, von einer Kandidatin in Dona. Ja, die für die Freien Sachsen dort kandidiert hat. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar, sehr sympathisch. Klasse. Ja, also, die BRD ist nicht Deutschland. Jawohl. Ja, da zeigen viele Sachen darauf hin. Ja. Ja, und da, weil ich gerade den Luftballon sehe, auf 1. Ja, Alternativmedien sehr, sehr gut. Und wenn man ein bisschen mehr wissen will und mehr erfahren möchte, was hier auf der Welt los ist, also sucht oder geht bei Google ein oder bei YouTube vielleicht auch auf 1. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, Wissen ist eine hohle Pflicht und keine Bringepflicht, Leute. Merkt euch das, ganz wichtig. Und ja. Ich habe mal wieder ein bisschen Schatten, das ist auch sehr schön. Aber wir haben schon immer solche warmen Sommer auch früher gehabt. Aber da braucht man nicht unbedingt auf die Straße zu gehen. Da ist man an den Baggersee oder ins Freibad gegangen. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich ja geändert. Jetzt muss man ja auf die Straße gehen, dass man überhaupt noch früh in die Augen schauen kann, wenn man in den Spiegel schaut. Ja. Sagen wir hier nochmal, Nationalversammlung, jawohl, für Bundesstaat Deutschland. Richtig, gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen, ganz wichtig. Und heute hat es geklappt, viele, viele Bürgerbewegungen zusammen. Und es geht gemeinsam. Man sieht es, siehe Dresden. Danke Dresden, danke an die Leute, die hierher gekommen sind, die Gesicht gezeigt haben und Gesicht immer noch zeigen. Super, danke, danke und nochmals danke. Super, so muss es sein. Danke, danke für das Arrangement. Und da kann man nur sagen, gemeinsam gegen das Unrecht. Gemeinsam. Doppelt dreifach unterschrieben und unterstrichen. Und das kann man unterschreiben. Super. Also, die Leute sind immer noch schön unterwegs. Eine super Stimmung hier in Dresden. Ja, wenn man über sich überlegt, für was man hier alles auf die Straße geht, für Frieden, Freiheit, gegen Krieg, für Menschlichkeit, Herzlichkeit und allen drum und dran, das ist schon der absolute Wahnsinn. Leute, die machen ihre Maske ab und haben sie abgemacht, die sind auch sehr schön. Danke, aber es gibt nur genug, die trotzdem noch mit Maske hier in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, weil sie gezwungen werden, diese Affenbocken hier mitzumachen. Ach so, nee, das war wieder eine andere Geschichte, aber es hat mit Affenbocken zu tun. Einfach traurig.
Bitte alle ein Hörchen zeigen an die Antifa, unsere Freunde, die komplett für Souveränität und Selbstbestimmung stehen. Die Freunde von der Antifa, bitte zeigt allen ein Herz. Ja. Bitte alle ein Herz zeigen, Freunde. Zeigt bitte alle ein Herz. Ja. Also bei der Antifa sieht man, das sind die Impfnebenwirkungen, ein steifen Mittelfinger. Also die behandeln, wahrscheinlich ist es Geld, wahrscheinlich doch alle. Und die Impfnebenwirkungen zeigen natürlich hier auf jeden Fall ihre Wirkung. Steife Mittelfinger, Impfnebenwirkungen, Masken in Schwarz, in Weiß. Ja, also das muss ja mal gesagt werden, im besten Deutschland aller Zeiten. Absolut. Wenn die wüssten, dass denen ihre Gönner, wenn denen ihre Gönner die richtigen Faschisten in der Ukraine unterstützen, ja, dann wird ihnen vielleicht das Gesicht einschlafen, aber vielleicht wissen sie es noch nicht, dass sie die richtigen Nazis in der Ukraine unterstützen. Einfach schamlos sind die und die sollten sich was schämen. Und man hat es wieder schön gesehen, die Impfnebenwirkungen, diesen steifen Mittelfinger, den die uns gezeigt haben, das sind im normalen Volksjargon Nebenwirkungen, die von der Impfung kommen. Super! So, also ich werde jetzt einfach mal hier vorgehen und dann stelle ich mich hin und da wäre schon mal ein ganz Zug raus. Vorne an die Pfanne kommen und dann bleibe ich mal stehen und werde mal den ganzen Zug noch mal filmen. Ja, und das wird, denke ich mal, ist dann der dritte Teil. Ja, also die in Schwarz gekleidet, die sind notgedrungen jetzt hier mit, gehören aber zum Zug nicht dazu, die müsst ihr abrechnen. Also, wie gesagt, 1500 plus, könnten nur 2000 Leute mindestens schon sein. Also, es sind relativ viele, ein paar Ältere, die laden sich vielleicht dann später nochmal ein und werden dann nochmal dazukommen. Aber, weil es ist doch schon eine ganz schöne Marsch hier. Aber ich denke mal, das ist gut. Man kann auch viele Leute erreichen. Hier sind ja auch viele Wohnungen, Wohngebiete. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache, dass man die Leute, die noch nicht aufgewacht sind, erreicht. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. So, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Und dann werden wir mal den ganzen Zug nochmal aufnehmen. Hallo. Yeah.
Silber. Jawohl. Silber. Silber, genau. Also man kennt, man weiß, dass ich aus Wittgensdorf komme. Bei Chemnitz ist eingeweidet, das ist doch schon mal gut. Ne? Und das in Dresden. Sehr schön. Sehr schön. Silber. Super, alles klar, alles gut. Ja, also wie ihr auch seht, das zieht sich noch ganz schön in die Länge. Super, alle Bürgerbewegungen an einen Strang, die ziehen an einen Strang, das wollte ich jetzt so sagen. Super, so muss es sein und nicht anders. Super, danke für alle Beteiligten, die hier mit dabei sind und waren und super. Ganz tolle Sache. So muss es sein. So muss es sein, Leute. Ja, und diese Anzüge, wunderbar, so gestreift. Sehr schön. Och, sehr schön. Super. Super. Gemeinsam gegen das Unrecht. Super. So muss es sein. So muss es sein. Hallo. Super. Danke für alle, die hier gekommen sind und Gesicht zeigen, weil normalerweise müssten bei den Politikern oder möchtegern Politikern müssten eigentlich alle Alarmglocken läuten, aber leider läuten sie nicht. Das ist das Traurige, die scheinen sie wahrscheinlich abgestellt zu haben oder Orobax in die Ohren gesteckt haben oder irgendwas. Nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt viele Leute, die sagen, es kann nicht sein, die rote Linie ist erreicht. Genau. Genau, was dort erzählt wird, ja. Welch ein Schmarrn dort erzählt werden muss oder auch erzählt wird, eine Schande. Und das ist der Querschnitt der Gesellschaft. Ja, klar, klar, klar. Alles klar. Danke. Ja, nee, einmal frei. Super. Super. Sehr schön. So muss es sein. Gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen. Und das ist super und das ist ein Muss. Querschnitt der Gesellschaft. Super. Also, ihr seht immer noch kein Ende bei dieser Wärme. Super. Fünf kleine Covidioten traf auf ein Tier. Es war eine kleine Fledermaus, jetzt sind es nur noch vier kleine Covidioten. Waren in der Partei, der eine in der falschen. Und jetzt sind es nur noch drei. Und immer dann, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und ganz egal, was ihr mir noch erzählt, glauben wir nicht. Danke für das Herz. Super. Sehr schön. Also, super. Also es ist noch lange nicht zu Ende. Einmal frei. Super. So hatte ich mir gedacht. Also ich bin jetzt so, also 2000 Bus, würde ich mal sagen, sind es. Nee, sogar noch ein paar mehr sind. Ich lehne mich da ungern aus dem Fenster, aber also 2000 plus vielleicht nur 3000. Also wie gesagt, ich lasse das mal so laufen. Die Leute, die zu Hause sind, die können das zählen, wie viele Reihen das sind. Also mal sehen, was die Polizei oder die unsere Mainstream-Medien heute draus machen, wie viele Leute hier erschienen sind. Wir werden es sehen. Und das sehe ich auch gerne. Ein Friedensfahrzeug. Das ist wirklich super. Hallo! Ja, also das war die Vivian. Danke an die Vivian. Die wird natürlich gefahren, das ist natürlich auch schön, aber ich denke mal, kommen auch gute Aufnahmen zustande. Mit dem Friedensfahrzeug. Klasse! Jawohl! Ja, normalerweise die ganze Menschheit müssten gegen Bander sein und allen drum und dran, aber
Die Realität sieht leider anders aus. Ne? Schlimm, schlimm. Die Nazis hier genauso. Es ist Wahnsinn. Ein Wahnsinn hier. Also, ja, super, super Stimmung hier. Klasse. Also, absolut. Und das kann man nur an die Öffentlichkeit bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Friedliche Leute, die auf viele Sachen hinweisen. Also, wie gesagt, manche Sachen, es läuft alles schief. Manche Sachen, es laufen nur ein paar bestimmte Sachen. Also, ich bin auch eigentlich einer, der sagt, hier läuft alles schief. Ob von der Rechtsprechung oder von anderen Sachen. Das ist absoluter Wahnsinn. Sieht man ja an mir. Angebliche Volksverhetzung, absoluter Wahnsinn. Wir hatten das ja praktisch abgebrochen, diese Geschichte, wegen Befangenheit des Richters. Ist abgelehnt worden, also geht das weiter mit dem gleichen Richter. Wir werden sehen, wo es hinführt. Man darf ja normalerweise, wenn die das ehrlich meinen, müssten die eigentlich alle Geschichtslehrer entlassen und die Bücher verbieten, dass ja nicht aus der Geschichte gelernt wird und irgendwelche Schlüsse, also positive Schlüsse, daraus gezogen werden. Und so sieht's aus. Also das hätte keiner gedacht, dass wir in so eine Richtung tendieren. Einfach schlimm. Aber das macht Mut, wenn viele, viele Leute auf der Straße sind hier. Viele, viele Bürgerbewegungen hier auf der Straße, die gegen Unrecht kämpfen. Und das ist wirklich sehr schön. Super. Super Sache. Auch bei 36 Grad Wärme. Super. Klasse. Danke an alle Leute, die hier durchhalten. Und super. Einfach super. Klasse. So, also es ist immer noch nicht am Ende. Der Zug geht immer noch weiter. Super, dann werde ich mich dann wieder vorkämpfen und mal sehen, ob mir das gelingt. Ja, schön. Sehr schön. Ja. Super Sache. Ja. Also wie gesagt, Alternativmedien auf 1 kann jeder finden, wenn er will. Und da kommen schöne Sachen auf 1. Eine Alternative von vielen Alternativen. Und Wissen ist eigentlich eine hohle Pflicht und keine Bringepflicht. Und das sollte sich jeder mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jeder auf jeden Fall Wissen sich aneignen kann und muss. Von Alternativmedien, ganz, ganz wichtig. Super. Ja. Da oben habe ich immer eine Angespanntheit. Ja, das waren die Leute dort, die hier die Impfnebenwirkungen gezeigt haben, diesen ausgestreckten Mittelfinger. Das waren die. Das ist eine schöne Sache, wenn du nicht mehr damit aufhören kannst, tut mir eigentlich leid. Und bei manchen, ne, da ist natürlich auch eine Maske angewachsen jetzt die ganze Zeit. Mhm. 2 Jahre Pandemie, also angebliche Pandemie, und die ist angewachsen. Und jetzt ist aber, wir haben ja Fachkräftemangel und da gibt es natürlich auch keine Chirurgen, und die Masken wieder abschneiden können. Ne? Also manche sind, die Bart tragen, die ist schon der Bart durchgewachsen. Also da kennst du vielleicht... ein Barbier, beziehungsweise Friseur machen, aber naja. Ja, gut. Also ich glaube, da waren noch schon ein paar Vorbelastete mit dabei. Ja. Da waren so ein, zwei, die auch die Folter mitfahren, also schon längere Zeit. Ja. Zweieinhalb bis 3000 in etwa. Also, ich bin auch schon so in Richtung Tendenz 3000 hier. Also mir wurde vorhin erzählt von einem Livestreamer, der hier mit dem, wie nennt man das, mit dem Veranstalter Kontakt hat. 2500, da sind aber einige abgebogen, wollten nicht den kompletten Zug mitlaufen, weil sie nicht durchhalten. Genau. Hatte ich auch schon mit erwähnt. Ältere Leute, aber die stürzen vielleicht nochmal auf die Tür und wir werden es sehen. Super, genau. Also jetzt habt ihr es gesehen. Das ist natürlich hier das Ende der Fahnenstange erst einmal. Aber die Fahnenstange geht weiter. Ich werde jetzt an Mast wieder mich vorturnen. Und also hier, die Polizei hat jetzt natürlich Blaulicht an. Also ich mache da immer meine Scherzchen. Also das ist immer so 1., 2., 3., 4. Advent. Und das haben wir hier zum Beispiel hier auf einem Auto. Also 1., 2., 3., 4. Advent auf einem Auto und daneben noch eins. Also es ist weihnachtlich, obwohl es sehr kalt warm ist. Also wie gesagt, das war Spaß von mir. Ja, muss auch sein. Da hat der eine Auto schon 6 Leute. Ja, wenn man nicht genau. Also es gibt mehrere Advente. Ja. Und liebe, liebe Patrioten, liebe Zuschauer, lasst euch den Humor nicht wegnehmen. Den brauchen wir, und das ist natürlich für die Menschen ganz, ganz wichtig, den Humor nicht wegnehmen zu lassen. Das ist wichtig.
Und noch einmal, das hatte ich hier bei mir schon gesagt, Wissen ist eine hohle Pflicht, keine Bringepflicht. Nur mal so. Ja, also aus den Alternativmedien das ja. Wissen holen, selber holen. Ah, okay. Das ist eine hohle Pflicht. Ich dachte eben eine hohle Pflicht. Nein, 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 die müssen ihr Wissen holen, holen, also ganz normal holen aus den Alternativmedien. Und hier haben wir einen Alternativmedien auf 1 zum Beispiel. War vorne genau. Ein, ja, ein Transporter. Es war ein Transporter und ja, einfach super. So muss es sein. Aber wie gesagt, das ist mir wichtig. Lasst euch euren Humor nicht wegnehmen. Und ja, richtig so. Und ja, ich habe hier 21 Minuten jetzt soweit. Das ist der Teil 3 bei mir. Der erste und der zweite ist schon hochgeladen. Also, so, ist schon. Ist schon hochgeladen. Also das ist immer schön. Ja. Ja, ja. Nee, live habe ich extra nicht gemacht, weil mir das ja schon zigmal passiert ist. Livestream gelöscht, auf YouTube natürlich. Und dann habe ich kein Original mehr. Das passiert mir nicht gleich wieder. Aber so, jetzt werde ich mich ja wieder vorkämpfen. Mal sehen. Also an der Fahnenstange, weil das war das Ende der Fahnenstange. Also mache ich an der Fahnenstange lang. Und ja, also man hört es jetzt nicht. So, also jetzt mache ich erstmal wieder am Spaziergang vorbei. Ja, also das war auch ein YouTube-Kollege von mir. Und ja, ist immer schön, wenn man sich trifft. Und das ist auch schon jahrelang, wo wir uns auf verschiedenen Veranstaltungen treffen. Und es ist immer schön, die Leute wieder zu sehen und sich zu unterhalten. Einwandfrei, wunderbar. Und natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, lasst euch euren Humor nicht nehmen. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass jetzt der Spaziergang stockt. Und da muss ich jetzt nicht so schnell laufen. Das ist auch schön. Ja, es gibt immer einen Weg. Ja, wir müssen auch den Weg der Ehrlichkeit, des Friedens, der Freiheit auf jeden Fall beschreiten. Ganz wichtig. Und ihr seht, super Stimmung hier in Dresden. Also ich gehe mal davon aus, 3000 Leute sind das hier mindestens, die hier auf der Straße sind, gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen. Und das ist eine super Sache. Und wie gesagt, hier vom Gesundheitswesen viele Leute mit dabei, die hier natürlich ja, ihr Herz und Blut in ihren Beruf gesetzt haben. Und dann der Zwang einer Impfung oder einer Zwangsimpfung, das kann es sein. Und haben ihr Leben lang mit Herz ihren Beruf begleitet in den Arbeitsleben und dann sowas. Also das hat mit Demokratie nichts zu tun, aber auch nichts zu tun. Wenn dann solche Leute wie Lauterbach irgendwelchen Sachen verbreiten. Und das Schlimme ist ja, wenn ich dann in Videos das, was er in Talkrunden das erzählt, dann werden auch meine Videos gelöscht. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann steht da drinnen wegen medizinischer Falschaussage. Also da fällt einem nichts mehr ein. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Also das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ja, was haben wir da vorne? Wir sind die Zahlmeister der Welt. Ja, unsere Rentner, unsere armen Leute, die kriechen auf dem Zahnfleisch, die tun Flaschen sammeln und alles Mögliche machen, dass sie über die Runden kommen. Und dann gibt es Leute, die ja, soziale Hängematte. Und das ist eigentlich eine Schande, was hier möglich gemacht wird. Schlimm, schlimm. Aber wie gesagt, sind viele Leute, die sich das nicht gefallen lassen und merken, dass hier gewaltig was schief läuft. Und das ist gut so. Und das muss natürlich auch gezeigt werden an die Öffentlichkeit. Muss das gezeigt werden und das ist schon mal gut. Ein
Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Schatten. Sehr schön. Ja, vorne raus aus der Nadu raus. Aber so ist es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Bedeutungen. Sehr schön. Ja, also hier ist gar kein Radweg mehr, aber das interessiert die Radfahrer nicht. Wahnsinn. Ich grüße alle Gäste von Dresden. Einheitsfreunde, glaubwürdige Menschen. Ich bin herzlich willkommen hier. Ich bin aus Sachsen, du bist das. Ich habe das Land auch verlassen aus privaten Gründen. Ich komme aber gern wieder hierher. Ich habe meine Meinung nicht geändert und ich lasse mich von niemandem beeinflussen, um die Wahrheit zu sagen. Frau Dr. Leger, super. Es ist immer schwer, darüber zu reden, was ihr alle schon wisst. Ich habe mir kurz überlegt, was sage ich. Ich möchte euch was sagen. Ich habe 2002 in der Zeitschrift für die Ärzte, das Ärzteblatt, einen Artikel gelesen. 2002. Gesundheitssystem in der Fortschrittsfalle. Damals schrieb ein Autor: Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch, physikalisch als auch psychisch von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um gesund leben zu können. Dieser Satz hat mich jahrelang beschäftigt. Ich habe nie verstanden, was das ist. Heute weiß ich es. Heute sind wir genau in dieser Situation. Seit März 2020 haben wir hier eine Pandemie, die so bezeichnet wird, weil man vor einigen Jahren die Definition einer Pandemie geändert hat. Nur so war es möglich. Es war von uns unbemerkt geändert worden. Jeder hat gesagt, das ist Unsinn. Aber sie konnten es durchsetzen. Wir haben eine Erkrankung, die mit einem Test getestet wird, der für die Diagnostik nicht zugelassen ist. Dieser Test wird falsch durchgeführt, weil die Wiederholungswerte, die CT-Werte viel zu hoch gewählt sind. Mit diesen Zahlen hat man uns jahrelang absolut niedergehalten. Das sind jetzt über 2 Jahre. Über 2 Jahre haben wir Bedingungen, die fernab jeder wissenschaftlichen Logik sind. Wissenschaft wird auch nicht mehr gemacht. Es gibt den Spruch, schaut dem Geld nach. Ja. Wenn ich die Wissenschaft bezahle, dann möchte ich natürlich auch, es kommt das raus, was ich möchte. Und das ist in ganz viele Dinge. Ich lebe also zurzeit nicht mehr in Deutschland, aber es ist überall das Gleiche. Es werden bekannte Heilmethoden nicht angewandt. Es gibt Leitlinien, die man seit 2020 nicht geändert hat, obwohl man weiß, dass sie nicht helfen. Es werden alternative Heilmethoden regelrecht bekämpft. Die Leute, die sich damit beschäftigen, die haben Durchsuchungen weg. Die haben mit der Staatsgewalt, mit Geheimdiensten immer schon Kontakt gehabt. Die haben zig Hausdurchsuchungen hinter sich. Ihr wisst das sicherlich vom Professor Hockerts zum Beispiel, Bodo Schiffmann, die Carola Chavez-Kiste. Wir sind auch nur Menschen und wir können auch nur eine gewisse Menge aushalten. Und diese Kollegen haben echte Probleme, weil sie immer und immer wieder von der Staatsgewalt aufgrund ihrer Meinung zu Dingen gezwungen werden, wo man sagt, das geht gar nicht. Diese Kollegen lassen sich aber auch das Wort nicht verbieten. Ich stehe jetzt hier und ich werde immer weiter aufstehen. Ich will, dass wir alle offen reden können. Wir haben es vorhin gehabt, die Antifa ruft Nazis raus. Wir rufen Nazis raus. Ja, warum können wir denn nicht miteinander? Wir sollten alle zusammen dafür auftreten, dass wir mehr Menschlichkeit haben, dass wir wirklich Demokratie haben. Wir haben im Moment etwas, was ich nicht so bezeichnen möchte. Ich möchte, dass in meinem Beruf, in meiner Fachrichtung, endlich wieder wissenschaftliche Grundlagen geschaffen werden. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für die Masken. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für den PCR-Test. Der PCR-Test kann keine Erkrankungen feststellen. Das kann immer nur der Arzt. Es wird trotzdem gemacht. Wir werden seit mehr als 2 Jahren schikaniert mit diesen Dingen, die fernab jeder Wissenschaftlichkeit ist. Ich verlange immer wieder Wissenschaft.
bitte lasst alles untersuchen, auch alternative Heilmethoden. Corona ist eine Erkrankung, eine Grippe, aber es gibt Probleme. Es gibt schwerkranke Menschen, wo wir bis heute, und das sind über 2 Jahre, nicht wissen, warum. Aber es gibt auch keine Forschung darüber. Das nächste Thema, die Impfung. Eine bedingt zugelassene Impfung, neuerer Art, die noch 2019 klar war, dass man die nicht so schnell anwenden kann, wird seit 2020 Dezember in die Menschen reingeprügelt. Anders kann man es nicht sagen. Jetzt wissen wir, die Impfung hilft nicht wirklich. Wir haben etwa 2% an und mit und bei könnte Corona-Erkrankte auf der Intensivstation in Deutschland. Divi, ja? Also offizielle Zahlen. Wir wissen aber, dass der PCR-Test weder eine Erkrankung feststellt, noch korrekt durchgeführt wird. Wir wissen also nicht, ob es wirklich diese Menge ist. Aber wegen dieser Zahl, wenn man das mal hochrechnet auf 84 Millionen, werden alle Menschen schikaniert weiterhin und es wird schon wieder über die Maskenpflicht, wo es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, für den Herbst vorbereitet. Die Kinder haben jetzt schon Angst vor dem Herbst. Ich habe jetzt hier in Dresden eine junge Frau gesprochen, die einen 17-jährigen Sohn hat. Schon jetzt haben die Kinder und Jugendlichen Angst vorm Herbst. Es ist das, was ich euch vorher vorgelesen habe. Man macht uns krank. Sie wollen es, dass man uns krank macht. Einfach psychisch, durch Stress, durch Angst, durch Manipulation und dann auch körperlich. Das ist genau das, was gewollt ist. Und dagegen stehe ich auf. Man muss endlich anfangen, wissenschaftlich zu arbeiten, die Ärzte auch ihre Meinung sagen lassen, denn es ist eine Meinung. Es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist eine Meinung. Und ihr dürft sicher sein, dass ich in den letzten Jahren meine Meinung in manchen Dingen deutlich geändert habe. Ich muss es sagen, ich bin Schulmediziner gewesen durch und durch. Ich habe aber gelernt, dass die Schulmedizin nicht alles ist. Es gibt vieles drumherum. Und ich möchte meine letzten vielleicht 10 Jahre im Beruf nutzen, damit ich auch dieses andere Gebiet lerne und den Menschen helfen kann, wirklich helfen kann. Und für mich versuche ich immer im Mittelpunkt stehen zu haben, dass es den Menschen gut geht. Das ist für mich der Mittelpunkt. Und diese Politik, vor allem in Deutschland hier, mit einem Gesundheitsminister, der fernab von jeder fachlichen Kenntnis ist, ist für mich ein Unding. Und ich kann nur sagen, steht weiter auf, kämpft, kämpft für unsere Kinder, kämpft für unsere Zukunft, sonst haben wir hier keine. Richtig. Danke für die wahren Worte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Spaziergang. Es ist schön, dass so viele Menschen da sind. Es müssen aber viel mehr werden. Redet mit Leuten, redet mit Kritischen, bringt sie mit. Montag an der Torwirtschaft wird 19 Uhr sich getroffen. Dann kann man wunderschön spazieren gehen. Im Sommer ist frische Luft immer gut. Und man findet sehr nette Menschen auf der Straße. Ja. Ade. Das stimmt. Und die Bildung der Kinder und Jugendlichen, ja, bleibt auf der Strecke. Dank, ist es eventuell gewollt? Tollen Vortrag, für diesen die tollen Bildung Beitrag. Auf der Strecke bleibt. Nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Danke, danke schön. Und ich habe dazu auch 2 Anmerkungen. Ups, weil es ja um Schulmedizin und alternative Medizin und Behandlungsmethoden und so weiter ging. Einen ganz wichtigen Hinweis hat mir vor wenigen Wochen ein Freund geschickt. Und zwar gibt es ein Behandlungsprotokoll einer kritischen Ärztevereinigung aus den USA, das FLCCC-Protokoll, so, beziehungsweise heißt auch die Organisation so, FLCCC. Und zwar haben diese Ärzte ein Behandlungsprotokoll sowohl für Corona als auch für die Impfschäden aufgestellt, das es erlaubt, Corona mit ganz herkömmlichen Medikamenten, die schon lange auf dem Markt verfügbar sind, zu behandeln, sodass überhaupt gar keine Impfung notwendig ist. Wenn ich es nicht vergesse, stelle ich dieses FLCCC-Behandlungsprotokoll danach auch noch in unseren Kanal. Dann könnt ihr das bei Querdenken 351, also QD 351, nachschauen. Das ist der eine wichtige Hinweis. So kann man vielleicht auch dem einen oder anderen, der Angst vor Corona hat, diese Angst nehmen. Ne? Also es gibt ein Behandlungsprotokoll von der kritischen Ärztekommission. Da kann man das ganz einfach behandeln. Und dann noch 2, warte, jetzt will die Gerlin dazu noch was sagen.
Ja, informiert euch bitte über alternative Medizin. Da ist sicherlich in den Behandlungsprotokollen was drin. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber geht bitte auch auf Seiten, zum Beispiel Chlordioxid oder kolloidales Silber. Das sind Dinge, Vitamin D, Vitamin C, alles. Das sind alles Dinge, die seit Jahrhunderten bekannt sind und verwendet werden. Man hat mit Chlordioxid Wasser desinfiziert und jetzt soll es plötzlich als Gift verboten werden. Es gibt genug Studien darüber, aber die sind verboten, die dürfen nicht veröffentlicht werden. Kümmert euch, informiert euch. Wir werden die natürlich bei uns veröffentlichen. Wir lassen uns sowas nicht verbieten, oder? Seit wann lassen wir uns was verbieten? Nein, wir lassen uns nichts verbieten. Genau. Das ist der eine wichtige Hinweis gewesen und der andere Hinweis bezieht sich auf den Kommentar, dass Sigi Alind gesagt hat, wir müssen noch viel mehr werden. Und ich bin da guter Dinge aus zwei Gründen. Zum einen wird es zwar im Sommer immer weniger und im Winter dann wieder mehr, aber insgesamt über die Jahre betrachtet steigt diese Kurve an. Und da, um das zu beweisen, möchte ich euch kurz einen Vergleich hier bringen. Und zwar letztes Jahr, fast auf den Tag genau, letztes Jahr hatten wir ebenfalls eine Großdemo hier in Dresden. Da standen wir mit 150 Teilnehmern auf dem Altmarkt. Und heute, ein Jahr später, sind wir schon über 2500 und das mitten im Sommer. Richtig, super. Super. Mitten im Sommer und bei der größten Hitze, obwohl angeblich die ganzen Corona-Maßnahmen abgeschafft sind, sind wir immer noch stark, viel stärker als wir jemals waren. Und wenn es so weitergeht, werden wir diesen Winter das System knacken. Denn, und das wissen einige vielleicht von euch noch nicht, deswegen sage ich es euch, ich kenne ja den ein oder anderen aus dem Bundestag. Diesen Winter im Februar, als die Hochwelle war der Montagsspaziergänge und hier Millionen von Menschen in Deutschland, in ganz Deutschland auf der Straße waren, da hat nicht mehr viel gewählt. Da waren wir kurz vor den sagenumwobenen 3,5%. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Den Politikern im Bundestag lief der Arsch auf Grundeis. Zwei Wochen länger und noch vielleicht 500.000 Demonstranten in ganz Deutschland mehr. Und die ganze Stimmung wäre gekippt. Das heißt, wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir es im kommenden Winter schaffen. Und dass diese Zahlen schaffbar sind, das haben wir sogar in Dresden bewiesen. Jetzt waren ja letztes Wochenende Kommunalwahlen in Sachsen und überall haben die oppositionellen Kandidaten, die für die Freiheit, die Grundrechte antreten, in den Landkreisen haben sie 10%, 20%, 30% oder sogar noch mehr geschafft. Und selbst in Dresden haben wir fast 5% geschafft. Das heißt, selbst in der Stadt, in einer Stadt wie Dresden, können sie es schaffen, die notwendigen 3,5% auf die Straße zu bekommen, um endlich wieder die Menschenrechte herzustellen, um für eine Verfassung zu kämpfen und um die Corona-Maßnahmen abzuschaffen. Und natürlich auch um das Infektionsschutzgesetz von vor Corona wiederherzustellen. Also lasst euch nicht unterkriegen und damit übergebe ich jetzt an Jan Songking, der hier jetzt die letzten Minuten uns bis zum Neumarkt begleiten wird. Jawohl. Einen herzlichen Applaus für Jan Songking. So, ich mache jetzt mal das Video. Ich beende jetzt mal das Video. Themenwechsel. Wie gesagt, kann ich mal bloß Teil 3 gehen. Teil 4 gibt es dann sicherlich auch.